Hallo liebe Zuschauer, heute stelle ich euch das Spiel Die Crew vor. Die Crew ist ein Spiel aus dem Hause Kosmos vom Autor Thomas Singh. Altersangabe ab 10 Jahre, 3 bis 5 Spieler. Es gibt auch eine Spielvariante für 2 Spieler, die funktioniert. Aber ich bleibe doch lieber bei der Spielweise 3 bis 5 Spieler, wie es hier angegeben ist. Das Ganze ist angegeben ab 20 Minuten. Naja, mal länger, mal kürzer, dazu auch später mehr, weil in diesem Video möchte ich euch die Regeln kurz erklären. Dann gibt es ein paar lustige Gameplay-Sequenzen. Ich hoffe, ich erwische die Sequenzen, weil da haben wir es allein in einem Abend wirklich etliche Male gespielt. Und abschließend gibt es natürlich auch das Fazit. Worum geht es in diesem kooperativen Stichspiel überhaupt? Der eine oder andere schaltet vielleicht gleich ab, weil genau das wollte er nicht hören. Bleibt dran, weil es haben auch viele mitgespielt, die gar keine Stichspiele mögen. Es geht darum, verschiedene Missionen zu bewältigen. 50 Missionen sind es, die die Spieler bewältigen müssen. Und das Ganze spielt man kooperativ und levelt sich praktisch von einem Level zum nächsten und versucht natürlich die Missionen auch zu schaffen. Stichspiel, ich habe es erwähnt und ich habe das jetzt einfach mal aufgebaut für 3 Spieler. So seht ihr das nach und nachher. Die ganzen Karten werden gemischt, an alle Spieler verteilt und jeder Spieler bekommt so eine neutrale Karte und so einen Kommunikationsmarker. Das kann je nach Mission auch ganz anders aussehen, aber so habe ich es jetzt einfach mal aufgebaut. So, wie funktioniert überhaupt ein Stichspiel? Ich spiele praktisch eine Karte aus, in dem Fall die Karte muss bedient werden und dann hoffe ich natürlich, dass ich den Stich bekomme. Ja, warum hoffe ich das? Weil es gibt im Spiel verschiedene Auftragskarten. Zum Beispiel die 8 in dem Fall. Und nehmen wir an, die 8 wird für mich hingelegt, dann wäre Auftrag in meiner Mission, dass ich den Stich gewinne, wo die 8 dabei ist, weil sonst haben wir die Mission gleich verloren. Das gleich vorneweg. Es gibt natürlich auch so weitere Marker, Notfallsignalmarker, um das Spiel zu vereinfachen. Das heißt, ihr gebt einfach vor Spielrunde eine Karte an euer Mitspieler weiter. Auch das ist in dem Spiel möglich. So, die Anleitung ist durchaus kompakt hier in dem Fall. Allerdings habt ihr die Möglichkeit, eine Erklär-App zu nutzen. Und bei Imhotep, dem Zwei-Personen-Spiel, habe ich es empfohlen und da fand ich es richtig gut, weil da braucht ihr die Regeln gar nicht mehr durchlesen. Hier bei diesem Spiel wie Crew gibt es das natürlich auch, ist auch richtig toll gemacht, geht allerdings etwas länger, weil dann doch ein paar Regeldetails dabei sind und wir dann doch im Anschluss das eine oder andere dann nochmal nachgeblättert haben. Aber ansonsten zur Vereinfachung nehmt ihr auf jeden Fall, die App ist auch kostenlos und die vereinfacht das Spiel. Ansonsten lest ihr euch einfach die Regeln durch, so viel ist gar nicht und wer sich mit Stichspielen auskennt, der weiß sofort, um was es geht. So, das in dem Fall. Jetzt muss ich allerdings noch erklären, was für Möglichkeiten man hier hat und dazu drehe ich quasi die Anleitung rum. Und da habe ich ein Logbuch. Und in dem Logbuch, da wird dann einfach festgehalten, wir haben es jetzt nicht reingeschrieben, aber es kann man ankreuzen. Je nach Gruppe könnt ihr hier Kreuzchen machen. Ihr könnt also mit mehreren Gruppen hier spielen. Das heißt, wir sind in Mission 1 und in Mission 1 geht es praktisch um diese einzelne Auftragskarte. Und ich bin Startspieler, ich nehme jetzt hier die in dem Fall. Das heißt, die Mission müssen wir schaffen, das heißt mit einer Karte. Man merkt, im Spielverlauf kommen weitere Karten, Auftragskarten dazu. Das heißt hier beispielsweise gleich 2 Auftragskarten. Und je nachdem gibt es natürlich hier noch weitere Plättchen. Das heißt, zum einen muss die Reihenfolge eingehalten werden. Das heißt, wer welche Karte zu welchem Zeitpunkt bekommt. Und das Ganze wird natürlich immer verrückter. Die Kommunikationsmarker am Anfang liegen aus. Ihr könnt sie dann auch ohne spielen, beziehungsweise je nach Mission wird es auch angegeben, inwieweit ihr die nutzen müsst. Je nachdem gibt es eine Störung. Aber was bringen diese Marker denn überhaupt? Die sind durchaus effektiv, weil ihr spielt ja gemeinsam und ihr wollt praktisch diese Mission kooperativ als Stichspiel gewinnen. Es geht nicht darum, wer wie viele Stiche hat, sondern es geht darum, dass bestimmte Spieler bestimmte Stiche vor sich haben, abhängig von der Auftragskarte. Und das ja gar nicht so einfach ist zu kommunizieren, nimmt man diesen Marker. Und dann darf man praktisch eine Karte nehmen, zum Beispiel nehme ich hier die 6 und lege den Marker einfach hier drauf. Was bedeutet, ihr wisst, liebe Crewmitglieder, also liebe Mitspieler, ich habe nur eine Karte auf der Hand und zwar eine blaue Karte. Deswegen lege ich das in die Mitte. Zum späteren Zeitpunkt der Runde könnte ich auch eine Karte ausspielen, aber nicht während dem Stich und sage, ich lege sie oben an. Die höchste Karte blau in dem Fall ist bei mir die 6 oder die niedrigste.
Das heißt, ihr schiebt sie nach oben, nach unten, beziehungsweise in die Mitte. Dann wird natürlich der Marker verbraucht. Aber das werdet ihr auch einsetzen, um natürlich in den einzelnen Missionen auch voranzukommen, weil es sind ja auch insgesamt 50 Missionen und das wird natürlich immer verrückter. Ich möchte aber auch nicht zu viel spoilern, aber ihr könnt euch vorstellen, dass es immer heftiger wird, immer schwieriger wird, das Ranking einzufüllen, hier zum Beispiel mit 6 in dem Fall, und dann noch die Reihenfolge einzuhalten, ist also eine richtige große Herausforderung. Und für manch einen Spieler oder Spielerin ist es eine richtig große Herausforderung, bereits am Anfang alles zu verstehen und alles richtig umzusetzen. Und deswegen schauen wir mal in die eine oder andere Sequenz rein. Jetzt aber. So, ist das jetzt doof? Kommt das darauf an, was für Faxen er da macht? Ja, den kennt ihr auch schon. Nee, das ist klar, aber die Frage ist jetzt, welchen ich davon wegmache. Sehr schön. Zweiter Auftrag. Jetzt fehlt nur noch die 8 gelb. Was habe ich jetzt wieder falsch gemacht? Er weiß, glaube ich, schon Bescheid darüber. Ich warte auf den Moment mit einer bestimmten Konstellation bei dir. Thomas ist dran. Ich würde euch gerne mal was sagen. Kann ich das? Jetzt nicht mehr während wir reden. Okay. Aber du musst jetzt eine Rakete spielen. Scheiße, er hat eine. Ja, das war aber gut gedacht. Jetzt nochmal, von vorne. Die Rakete kriegt nun ja. Das. Du weißt schon, was ich nicht hab. Banana. Nix Banane. Ja, ich dachte, ich sollte keine Banane legen. Das ist so. Dann hätte ich gesagt, keine Banane. Ich hoffe, du schaffst. Yeah! Sehr schön! Oh oh. Ich bin's, also. Und ja, du bist dran. Wenn wir auf Anhieb schaffen, schaffen wir den nächsten auch noch. So. Ich als letztes, so. Okay. Das stimmt. Oh, voll offensiv, sehr schön. Passt. Ich meine, sie jetzt eine 1 in Gelb spielt. Jetzt Kommunikation möglich. Ja, jetzt wird es gerade nicht. Gut. Erster Auftrag erledigt. So, jetzt mal schauen, was da noch alles klickt. So, die 1. Der aber als letzter. Ja, ich habe Zeit. Das heißt, mein.
Ich kommuniziere. Ich kommuniziere. 4 ist meine einzige. Ich kommuniziere auch. 1 ist die niedrigste. Okay. 1 ist die niedrigste. Sie muss sie bekommen noch. Boah. Ja. Okay, das ändert natürlich 1. Aber 1 ist die niedrigste. Achso, die Karte. Die lege ich ab. Gut, das, ja, aber sie kriegt, wie will sie kriegen? Was? Ja, das ist schon mal gut, dann stell den 9 weg. Gut, sehr schön. Ja, das ist aber jetzt volles Risiko. Müssen wir die zuerst, oder? Und dann? Ja, leider. Mhm. Das ist das Problem. Das war jetzt gar nicht mal so schlecht. Genau, super. Oh. Aber wie habt ihr jetzt gewusst? Weil es gibt Karten 1 bis 9 im Stapel. Dann kann merkt man ihr euch das tatsächlich? Ja, ist jetzt 50-50. Hau doch einfach drauf. Okay, dann hau ich mal die drauf. What? Ja, klar. Passt? Nee, passt nicht. Weil ich wieder anfangen muss, oder wie? Ja, das war völliger Knonsens. Nein, alles gut. Du hättest die höchste drauf haben müssen, die du hast. Ich wollte erst den Müll rauswerfen. Na also. Feierabend. Das war die Gameplay-Sequenz. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich euch präsentiert hätte. Ich hätte können locker 2 Stunden euch hier Sequenzen dann liefern, weil es ist manchmal gar nicht so einfach zu verstehen. Okay, wer kriegt jetzt die Auftragskarte? Okay, ich muss jetzt das ausspielen, weil der hat sicherlich jetzt noch die Karte. Der hat mir ja einen Hinweis gegeben. Deswegen spiele ich die lieber in die Reihenfolge aus, damit wir auch den Auftrag an den Spieler vergeben können. Sowas müsst ihr im Verlauf der Partie auf jeden Fall berücksichtigen. Ihr müsst mitdenken, welche Karte ihr zu welchem Zeitpunkt ausspielt. Allerdings gehört natürlich auch etwas Glück dazu, um die Einzelmission zu meistern. Und deswegen auch der Hinweis am Anfang von mir, 3 bis 5 Spieler. Ja, ab 3 Spieler funktioniert es einfach am besten. Da macht es mir persönlich dann auch am meisten Spaß. Die Zweier-Variante mit dem Auslegen der Karten. Naja, es funktioniert, aber ich bleibe dann doch lieber bei 3 bis 5 Spieler. 10 Jahre passt auch. Es ist nämlich durchaus knifflig. Ja, man muss schon einiges bedenken bei dem Spiel. Deswegen die Altersangabe passt auf jeden Fall. Und Spielzeit ist hier angegeben mit 20 Minuten. Wir haben es auch schon mal 2 Stunden gespielt. Meistens spielt man einfach mehrere Missionen hintereinander. Beziehungsweise die gleiche Mission oft, weil man es gar nicht schafft. Und notiert sich das durch, dann aus auf dem Zettel. Oder wir haben es uns einfach gemerkt. Jetzt solltet ihr nachdem auch die gleiche Gruppe nehmen. Wobei, wenn ihr mit einer anderen Gruppe spielt, dann fangt ihr einfach wieder bei 0 an und notiert es euch einfach, wo ihr stehen geblieben seid, sodass durchaus mehrere Gruppen hier auf ihre Kosten kommen und man natürlich immer wieder mal die eine oder die andere Mission dann spielen kann. So, ich habe ja gesagt, ich spiele ja, oder ich habe es nicht gesagt, ich spiele ja durchaus ab und zu Stichspiele, so die Klassiker, die man natürlich kennt. Und am Anfang hat mich das Spiel nicht unbedingt angesprochen. Ja, gut, ich bin jetzt auch nicht der große Science-Fiction-Fan, weiß ja der eine oder andere auf jeden Fall auch. Aber der Stichspieler, naja, ab und zu spiele ich es gerne. Ich muss wirklich sagen, ich war sehr, sehr positiv überrascht von dem Spiel. Ich hätte es nicht gedacht.
Zu einem ist man relativ schnell drin in dem Spiel. Man will während der Erklär-App eigentlich gleich loslegen zu spielen, weil man sagt, hey, ist klar, komm, wir fangen an. Es sind dann doch ein paar Details, die man bedenken muss und vielleicht zu schnell ist, aber das hat richtig Laune gemacht. Hätte ich gar nicht gedacht. Und ihr spielt je nachdem auch mal 2 Stunden an einem Abend. Vielleicht auch nur 10 Minuten, wenn der ein oder andere sagt, nein, geht gar nicht, aber probiert es auf jeden Fall mal aus. Also ich habe es auch mit Personen gespielt. Ich glaube, in der Sequenz war ja Thomas und Monja zu sehen und Thomas, der war ja, wenn ich es jetzt mal sagen darf, lieber Thomas, ansonsten darfst du gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, der hat gedacht, oh je, was erwartet mich jetzt da? Ein Kartenspiel, ein Stichspiel, ob das was taugt? Hey, der Thomas war positiv überrascht. Er hatte auch seinen Spaß an diesem Abend, muss man natürlich auch sagen. Aber ich glaube, er wäre zu jeder weiteren Partie bereit. Ich weiß nur nicht, Thomas, wo sind wir in der Gruppe stehen geblieben? Ich glaube, so viele Level haben wir auch noch gar nicht gespielt. Aber Spaß steht eindeutig im Vordergrund und 50 Level. Eigentlich hätte ich mit dem Video auch noch locker ein Jahr warten müssen. Naja, ein halbes Jahr auf jeden Fall, weil ich habe noch gar nicht alles gesehen. 50 Level ist eine Menge. Ich habe zwar jetzt schon die höheren Level teilweise gesehen bzw. gespielt, aber bei weitem noch nicht alle Level, aber aufgrund der vielen Spielpartien mittlerweile wurde es einfach Zeit, dass ich euch dieses Spiel vorstelle. Und ich weiß, dass es viele Stichspieler gibt und auch welche, die gern kooperativ spielen. Und treffen die sich beide, findet ihr ein richtig tolles Spiel hier, in dem ihr viel Freude habt und den ihr Tage, wochenlang durchaus spielen könnt und nicht müde werdet. Weil die Levels sind durchaus knackig, eine Herausforderung und man muss mehr mitdenken, als man glaubt. Ja, zu dritt muss man auch noch mehr mitdenken, weil man mehr Karten auf der Hand hat. Und dann geht es natürlich auch daran, wann kommuniziere ich, wann spiele ich welche Karte aus, wie ich es gerade erwähnt habe. Ja, gerade mit diesen extra Plättchen, die man hier hat, ist natürlich noch viel mehr Variabilität möglich und das bei 50 Leveln. Also am Anfang hätte ich vielleicht 20 Level erwartet, am ersten Blick aber gleich 50 Level hier reinzupacken. Respekt. Also da ist doch einiges dabei und da hat man einfach die ganzen Ideen aufgenommen. Natürlich ist mein Empfinden bei dem einen oder anderen Level dann so, dass ich sage, ja, das war ja jetzt leichter als das vorhergehende. Klar, diese Sprüche, die werdet ihr je nachdem auch am Tisch hören, war es bei uns auch und mein Eindruck war es auch, aber es hat durchaus funktioniert, hat Spaß gemacht und wir kamen alle spaßtechnisch auf unsere Kosten und irgendein Level wird man früher oder später auch gewinnen. Manchmal dauert es nur etwas länger. Ich glaube, das waren alle wichtigen Infos von Die Crew. Also, wenn ihr kooperative Spiele mögt, wenn ihr Stichspieler seid, schaut es euch auf jeden Fall an. Und wenn ihr mal was Neues erleben wollt und nicht unbedingt diesen beiden Mechanismen gewappnet seid, schaut es euch auch an. Ich konnte doch viele von meiner Gruppe überzeugen, die jetzt nicht unbedingt angetan waren von diesen Mechanismen. Und denen hat es allen gefallen. Und ich finde es auch ein richtig gutes Kartenstichspiel. Das waren alle Infos. Und wie gesagt, wenn ihr euch das Spiel holen wollt, schaut unten gerne mal in die Beschreibung rein, weil über diese Links könnt ihr uns nämlich dann unterstützen. Das wäre super von euch. Ansonsten sage ich jetzt Tschüss, macht's gut, bis bald.